Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan, wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir einmal über ein Achievement kriegen. Und zwar haben wir das einmal schon hier im Inventar. Das schimpft sich Wimpel des Bronzerenners. Und ja, was müssen wir dafür machen? Wir brauchen ein Achievement. Und zwar habe ich mir das vorhin schon erspielt. Das heißt Drachenrennen-Herausforderungsmodus. Und dafür braucht ihr insgesamt 6 weitere Achievements. Und zwar sind es die Herausforderungsrennen in den 6 verschiedenen Dragonflight-Zonen. Da haben wir einmal die Küste des Erwachens, dann die Ebene von Onara, Azublaues Gebirge, Taldrassos, Verbotene Inseln und die Taralekhüllen. Alle diese Achievements sind mit Patch 10.1.7 dazugekommen. Und meistens habt ihr irgendwas um die 6 bis 8 Rennen, die ihr jeder Zone absolvieren müsst. Und zwar einmal im Vorwärtsmodus und einmal im Rückwärtsmodus. Heißt, jede Menge Rennen, die wir jetzt hier haben. Bei den Herausforderungsmodi ist es so, dass ihr dementsprechend weder so Winde habt, die euch nach vorne katapultieren, noch habt ihr, wie bei den fortgeschrittenen Rennen, so Orbs, die ihr aufsammeln könnt, wo ihr Elan zurückbekommt. Heißt, bei diesen ganzen Rennen ist es so, dass ihr eigentlich euren Elan selber regenerieren müsst, indem ihr quasi, wenn dann schnell runterfliegt, ne, dann könnt ihr ja Elan regenerieren. Oder ihr quasi eine Technik nutzt, die ganz praktisch ist, die will ich euch jetzt mal zeigen, die uns ziemlich voranbringt, und zwar, wenn wir den sogenannten Delfin-Modus benutzen, heißt wir fliegen und dann schauen wir nach oben, gehen schnell nach oben und ziehen die Nase gleich wieder runter, dann kriegen wir einen ziemlich guten Speed, ohne dass wir sonderlich viel Elan rauspulvern und kriegen dann eigentlich den Elan ziemlich schnell wieder zurück. Diese sogenannte Delfin-Technik hat mir eigentlich bei den meisten Rennen sehr gut weitergeholfen. Und ja, wenn ihr bei den Rennen an sich Probleme habt, ich werde zu jeder Zone ein eigenes Video aufnehmen, beziehungsweise habt es schon. Da könnt ihr reingucken, falls ihr bei den Rennen Probleme habt. Ich zeige auch die Punkte, wo die sind, weil ehrlich gesagt, ich habe die anderen Rennen am Anfang der Expansion gemacht. Ich wusste auch nicht mehr ganz genau, wo sie sind. Also, wenn ihr da Probleme habt, seid ihr nicht alleine. Und ja, dann könnt ihr gerne meine kompletten Guides für jede Zone durchgucken. Da sind dann wirklich alle Rennen dabei, sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtsmodus. Gut, genau. Darüber gibt es dann dementsprechend einmal dieses Toll, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das Ding auch an. Und zwar haben wir es hier, Wimpel des Bronzerenners. Und was macht das? Demonstriert euer Können beim Drachenrennen. Ah, und jetzt bin ich ein kleiner... Ach, ich bin ein kleiner Welpe mit so einer Flagge drin. Ja, nicht schlecht, aber fliegen kann ich nicht. Was passiert, wenn ich jetzt hier runtergehe? Dann machen wir erstmal... Ach, nice! Tatsächlich, das Ding kann auch gleiten. Wir können auch nach oben fliegen. Ah, nee. Oh, scheiße. Naja gut, ich hätte meinen Druidsprung einsetzen sollen. Okay, aber das ist echt ganz cool. Das Teil kann tatsächlich gleiten. Man hat zwar keine Fähigkeiten, ne, wie beim normalen Drachenrennen, aber ist eine nette Angelegenheit. Gut, das Sterben hätte ich mir jetzt sparen können, aber gut, ja. Nettes kleines Toy. Jetzt gucken wir mal, wie lange hat das Abklingzeit? 5 Minuten. Ja gut, es ist jetzt nicht so lang. Juti, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy-Guide. Wie gesagt, schaut in die anderen Videos rein, falls ihr Probleme bei den Drachenrennen habt. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.